Willkommen zurück zu Eternal Legends 2 und weiter geht's hier in diesem wunderschönen Spiel. So, jetzt habe ich mich auch reingeklickt, jetzt läuft das Ganze auch. So, wir waren in dieser stillen Quelle, da gehen wir jetzt wieder als Gruppe rein. Bin ja extra nur rausgerannt, um zu speichern. So, das heißt, ich mache jetzt auch nicht nochmal jeden Gegner, wir haben ja schon ein gutes Stück geschafft. Das letzte, was wir erfahren haben, ist die Sache mit den Bonuspunkten, wie die funktionieren. So, und ab hier können wir uns jetzt wieder langsam umgucken. Ich erkenne diese Blumen genau, sie sind aus Secret of Mana. ja, aber gut, es tut jetzt ja nichts zur Sache. So, schön mit diesen Hintergrundgeräuschen. Ganz, wirkt total lebhaft hier. Das gefällt mir. Okay, hier kann ich sonst nichts machen. Für Blumen und so scheinen sie sich ja nicht so doll interessieren. Was ist das hier? Mist, die sind zu schwer. Hätte ich Handschuhe, könnte ich sie vielleicht bewegen. Ach ja, genau. Handschuhe à la Zelda. Dann geht das schon. So. Oh, hier haben wir einen grünen Elementstein gefunden. Ja, alles, was nicht nach Blume aussieht, das interessiert die beiden. Das finde ich gut. So, hier ist kein Pfeil, der mir sagt, da geht es weiter nach links. Deswegen probiere ich mal. Ja, hier geht es wirklich nicht weiter nach links. Okay. Dann vertrauen wir dem Pfeilen der Macht. Und erhalten ein Gegengift. Sehr schön. Worms. Okay, nächster Feind. Sollte ja wohl kein Problem sein. Also, ihr habt es ja das letzte Mal mitbekommen. Der Bonus ist aktiv, wenn wir darauf achten, dass wir hier immer relativ gut HP haben. Also nicht so auf Sparflamme, wie ich es gern mache. So, da war nichts. Okay. Na dann, haut ruf. So, ich würde gerne den einen mal heilen, aber Techniken, warte mal, was war denn in der Technik drin? Ich habe gerade ein paar Steuerungsprobleme, die da waren mir, abwehren, okay, Objekte, jetzt werden wir uns mal schnell heilen. Aber wir haben gar nicht so viele Tränke, sehe ich gerade, Trank auf dich. Mann, das wäre fast daneben gegangen. So, jetzt ist der Bonus eventuell natürlich hoch. Was war hier nochmal? Blocken steigern, genau. Keine Magie, alles klar. Magie müssen wir uns erstmal verdienen hier. Aber gut, die Moskitos sind ja jetzt auch nicht so schwer. So, jetzt sieht das Ganze doch schon wieder besser aus. Der Kampf ist vorbei, ihr habt gewonnen. Level 2 erreicht. Yeah, aber leider nichts bekommen dafür. Außer natürlich ein paar bessere Werte, so im Hintergrund. Okay, erstmal unter der Brücke durchlaufen. Tutorial. Ah ja, Elementsteine. Elementsteine befinden sich auf allen Planeten. Es gibt 4 verschiedene Steine. Sammelt man genügend, kann man die Waffen beim Schmied in den Städten aufbessern. Es gibt nicht in jeder Stadt einen Schmied. Das ist natürlich ein sehr schönes System. Wir haben uns ja schon gefragt, wofür sind denn die Elementsteine überhaupt? Und interessant, dass man da nicht nur einfach mit Gold zum Schmied rennt, sondern eben diese Steinchen sammeln muss. Ich finde es einfach auch schön gemacht, wie das nach und nach einem immer erklärt wird. Also das ist nicht so ein trockenes Tutorial, wie man es von manch anderen Spielen kennt. Das ist einfach sehr gesund dosiert, sage ich mal. Dass es einfach gar nicht nerven kann. So. Da unten geht's weiter, da muss ich wohl auch weiter. Es sei denn, ich mache die hässliche Fliege da noch. Und die machen wir natürlich. Wir können doch keine Moskitos hier leben lassen, auch wenn es jetzt 3 sind. Egal, wir hauen einfach drauf. Ich weiß noch nicht so genau, ob ich diesen Bonus hier immer wieder beherzigen werde und vollheilen werde. Klar, es ist schön, wenn man ihn mitnehmen kann. Aber mal gucken. Mein Geiz, ihr kennt das ja. Das wird sich dann mit der Zeit schon einspielen, denke ich. So, wir halten ja schon einiges aus, ne? Dafür, dass es die ersten Gegner sind, aber gut. Ich sehe gerade, dass Tau noch einen unglaublich schlechten Schaden macht. Aber gut, da müssen wir durch. Solange unser Chinchi gut drauf ist, ist ja alles bestens. Oh Mann, komm. Das geht kaputt hier. Nur 8 Schaden, das ist schon, ne, ein bisschen traurig. Ja, an dieses zweimal drücken habe ich mich übrigens insofern schon gewohnt, dass ich jetzt wieder Button-Smashing mache. Also es hat ja nicht lange gedauert. Oh je, hast du mich gerade vergiftet? Nee, ne? Ich hoffe doch nicht. Ist ja
sehe zumindest keinen Zustand, der mir das irgendwie verlauten lässt. Aber ich glaube, er könnte vergiftet sein. Wenn wir jetzt nochmal ins Inventar gehen. Ne, dem geht's gut. Alles cool. Okay. Thor. Wie heißt du nochmal? Thor, nicht Taon. Ja, okay. Muss ich mir mal merken. Die Namen sind noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber gut, das liegt auch daran, dass wir auf einem fremden Planeten sind, wo halt die Namen etwas seltsam klingen. Es ist auf jeden Fall mal gut, dass es andere Arten von Namen gibt. Da gewöhnt man sich schon noch dran. Besser wie so 0815 Namen, die fast überall vorkommen. Elementstein, jawohl. Und hier haben wir einen Drang, den werden wir definitiv noch brauchen. Ja, ihr kennt mich ja. Ich werde jeden Gegner mitnehmen. Die gehen sind zwar nicht so schnell, aber immer noch schnell genug, dass ich jetzt hier nicht zum Cutmesser greifen müsste. Also das nehmen wir alles mit. So, so langsam muss ich meinen Freund hier heilen. Der Zustand ist auch schon mies. Objekte, Drang auf dich. So, genau, da freut er sich selbst. Trotzdem bleibt... Ah ne, jetzt hat es auch umgeswitcht auf... Okay, also die Viecher sind kein Problem für uns, wie man ja sieht. Ah, ich mag die Musik. Ich weiß nicht, ist das... Also erkennt jemand die Lieder? Meistens ist es ja aus irgendeinem, ne... Klar, es sind bekannte Quellen. Aber ich kann nicht zuordnen, also ich finde das auch gut. Ich meine, ich finde das irgendwie manchmal toll, wenn ich... Oh, schön, vor allem Fantasy-Mucke oder so. Aber ich finde es auch umso besser, wenn man sie eben nicht erkennt. Dann hat man einfach für sich selbst was Neues, auch wenn es natürlich nichts Neues ist. Es sei denn, man hat es selbst kombiniert. Aber das glaube ich jetzt nicht, dass das unser werter Björn getan hat. Das wäre ja ein bisschen zu krass. Deswegen... So, habe ich jetzt gerade eine lustige Runde hier gedreht? Ohne, dass es mir was gebracht hat? Kann das sein? Ich glaube schon, ne? Das ist schön, dass ich eine lustige Runde gedreht habe, aber unlustig ist, dass ich dann nicht weiß, wo es weitergeht. Na gut, ich könnte nochmal zurückgehen. Ich war noch nicht überall. Die Fliege mache ich jetzt nicht, habe ich irgendwie keinen Bock gerade drauf. Ja, ich könnte ja zum Beispiel hier an den Seiten... Nee, warte mal. Können wir hier an den Seiten noch entlang? Ah ne, das geht gar nicht. Okay. Gut, dann war das jetzt irgendwie nur ein Bonus. Da oben ist so ein Zaun. Ah ja, hier ist noch ein Weg. Moment mal. Ah, alles klar, alles klar. Das haben wir ja dann gut gemacht. Ja, hier kann man jetzt zum ersten Mal auch das Level-Design des Spiels schon mal so ein bisschen erahnen. Da braucht man natürlich mehr, um letztendlich sagen zu können, ja, das Level-Design des Spiels ist gut. Das kann man jetzt von einem Dungeon jetzt natürlich noch nicht global jetzt bewerten. Aber mir gefällt dieser Wald auf jeden Fall. Ich meine, mit Wäldern kriegt man mich fast immer. Ich mag Wald-Dungeons. Und das wirkt einfach immer so schön, so lebhaft, so grün, so vital. Das ist, ich mag das. Eigentlich in jedem Rollenspiel. Gut, hier ist eine Kiste und auch ein Speicherpunkt. Okay. Den würde ich doch zu gerne mal nutzen. Möchtest du speichern? Natürlich. Regenerieren dagegen hätte ich auch nichts. Wenn du es mir schon so halb anbietest. Gut. Und jetzt natürlich noch die Kiste. 50 Gold. Yeah, wir sind reich. Okay, dann mal weiter im Text. Was haben wir denn hier? Oha. Scheint angekommen zu sein. Was passiert denn hier? Klingt nicht gut. Ich finde das gemein. Mama hat gesagt, ich darf nicht mit dir spielen. Die ist doof. Hab doch gar nichts gemacht.
Geh bitte weg! Nein! Geh! Weg! Eine Erinnerung? Kleiner? Alles in Ordnung bei dir? Was war das? Mein Kopf. Diese Stimme. Wer waren diese Kinder? Irgendwas stimmt mit mir nicht. Oh, okay. Höchst interessant. Weiß nicht, war es eine Erinnerung von früher oder... Also die Namen haben jetzt halt uns nichts gesagt, ne? Aber mal, mal abwarten. Oh, schön hier, schaut mal. Mit Wasserfall. Ja, das gefällt mir doch. Kann ich hier jetzt was machen? Da irgendwie so, da? Ah, da muss ich hin. Da guckst du dich schlecht, wie weit man für ein wenig Wasser laufen muss, nicht wahr? So, dann wollen wir mal schauen. Tja, ich guck demonstrativ in die andere Richtung. So, fertig. War doch nicht so schwer, oder? Keine Ahnung, hab nicht hingeguckt. Ich guck immer noch dahin. Ich bin gebannt von dieser wunderschönen Aussicht da rechts. Ja, das war's. Ja, dann kann ich ja gehen, ne? Mhm. Ja, hier ist nichts mehr. Na dann los. Soweit ich weiß, gab es hier doch irgendeine Abkürzung, damit wir nicht den ganzen Weg zurücklaufen müssen. Ah, das ist ja cool. Ich glaube, ich weiß wo. Warte mal, warte mal. Wie wär's denn damit? Ja, das kam mir schon vorhin so ein bisschen komisch vor. Springen? Ja. Alles klar, gut, dann haben wir das ein bisschen abgekürzt. Wohl wahr. Gut durchdacht. Sowas finde ich immer super. Na, da oben. Das müssen wir uns merken, wenn wir Handschuhe haben, dann könnten wir da oben was machen. Ist ja nicht so, dass ich welche im Inventar hätte, oder? Ich gucke eben mal lieber, nur sicherheitshalber. Objekte. Feuerzeug, Bären. Nee, habe ich nicht. Okay, gut. Und na, dann weiter. Wir haben Wasser. Damit werden wir dieses schöne Wäldchen verlassen und vielleicht noch was Neues kennenlernen. Wollen wir dieses Gebiet wirklich verlassen? Ja. So, bevor wir aber nach Hause gehen, möchte ich mich hier noch ein bisschen umgucken. Mal schauen, ob noch was anderes möglich ist. Nein, anscheinend nicht. Ich kann nämlich nicht durch den Wald laufen. Okay. Ja, das haben wir dann natürlich gut abgesperrt, dass ich nichts vorne wegnehmen kann. Nee, 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 ich will da gar nicht rein. Ich gucke mich nur um. Na gut, da gehen wir halt zurück ins Heimatdorf. Also, ne, nicht meine Heimat, aber ihr wisst schon. Hier können wir das jetzt auch machen. Wir gehen jetzt mal alleine rein. Denn als Gruppe geht ja die Story weiter. So. Ein ungefährlicher Ort ist immer der schönste Ort. Keine Angst davor haben, dass irgendwer einem etwas tut. Wir sollten uns dringend mal jeder eine Pause gönnen und uns ein wenig umschauen. Dann geht es jedem von uns auch besser. Wenn du das sagst? Ja, das finde ich jetzt super, ne? Dass, dadurch, dass wir alleine wählen, dass wir dann einfach solche Dialoge mitbekommen. Hey, du! Möchtest du vielleicht eine Text... Ah ja, das, das kennen wir ja schon. Wir lassen es so, wie es ist. Okay, der redet immer noch nicht mit und ich denke ja nicht, dass sich jetzt hier in dem Anfangsdorf jetzt groß was ändern wird. Aber einfach mal zum Testen. Hallo, würdest du mal bitte... Madame? Weißt du, du siehst irgendwie sonderbar aus. Deine ganze Ausstrahlung, deine Sachen. Das soll aber nicht negativ gemeint... Ja, okay, das ist alles... Yeah, sie mag mich. ja. Hi. Du, ich kenne dich. Hey, Shiny! Shiny, ey. Shinji! Da, gefällt es dir hier? Schau dich ruhig mal ein wenig um. Es gibt hier nicht viel zu sehen, aber dafür ist es ja immer ruhig. Wow, toll. Jetzt könnte man noch mit dem anderen reden, würde ich vorschlagen. Oh, warte mal, da ist eine Kiste. Was waren da noch mit nochmal 100 Gold gefunden? Wieso habe ich die noch nicht geholt? Hm, weiß gerade gar nicht mehr. Was lief da nur schief mit mir? Na egal. Alter Mann. Junge Bursche, kann ich etwas für dich tun?
Ich weiß, dass du nicht von hier kommst, aber leider weiß ich genauso wenig, woher du kommst. Wenn du dich erinnerst, bin ich aber gerne bereit, dir zu helfen. Ja, es ist einfach so angenehm zu wissen, dass man nicht mit der Story weitermacht. Durch dieses nette Feature. Das sollte sich in jedes Rollenspiel etablieren, finde ich. Na gut, der andere ist gerade nicht da, ist mir auch wurscht. Ich könnte noch in das Haus da vorne reingehen. Und dann lassen wir es mal gut sein. Ja, gut, das war ja mein Haus, alles klar. Gut, dann werde ich jetzt nochmal das Ganze verlassen. Und als Gruppe reingehen und dann müsste ja die Story weitergehen. Gucken, wie das funktioniert. So. Als Gruppe angekommen müssen wir ja zu dem alten Kerl, nehme ich mal an. Jawohl. Ah, ihr seid wieder da. Ruht euch am besten erstmal aus. Wir haben nun endlich richtige Pläne vor uns. Sag mal, Hikari, was verstehst du unter richtigen Plänen? Sei doch mal ehrlich, Thorn. Ist es das dein Ziel, hier ewig zu leben? Ist das alles? Nakasai sagt immer, die Welt sei so groß und ich will nun etwas von der Welt sehen. Möchtest du das nicht auch? Darüber habe ich noch nie so nachgedacht. Ich würde besonders gerne nach Konderas. Du erinnerst dich, dass unsere Eltern dort umkamen. So gerne würde ich dorthin. Wie willst du durch die verbotene Höhle kommen? Das ist viel zu gefährlich. Nun seien wir ehrlich, Shinji ist viel stärker als wir. Wir haben mit ihm eine Chance. Wenn wir mit ihm durch die Höhle gehen und etwas Erfahrung gewinnen, dann schaffen wir das. Ich weiß nicht. Sieh mal, wenn wir hier bis zum Ende unseres Lebens bleiben, dann haben wir nur vor uns hin vegetiert. Daher nehme ich in Kauf, dass ich eine riesige Gefahr eingehe. Lass mich eine Nacht drüber schlafen. Mach das. Shinji hat sich ja noch nicht negativ darüber geäußert. Wie denn auch. Sehr lustig. Aber gut, das klingt natürlich nach einem Plan, den wir auch gerne machen würden. Wir wollen ja auch mal weiterkommen. Und da sind wir auch schon in der Höhle, okay? Oh, schau dir das an, Bruderherz. Ich fass es nicht. Ui. Scheiße, wir sind so reich, dass wir endlich von hier verschwinden können. Ich hab dir doch gesagt, dass sich die Sache lohnt, dass es keine Probleme gibt. Hätte nicht gedacht, dass es mal richtig ist, dem kleinen Bruder zuzuhören. Tja, kannst du mal sehen. Doch mal. Oh, verdammter Mist! Wir müssen verschwinden! Thorn? Ich will nicht sterben! Okay, das ist echt ein Problem jetzt. 3, 6, 12. Hey, das kriegt. Ach komm, Leute, das kriegt man doch hin. Hallo? Darf ich wenigstens probieren? Alles klar, Bruderherz? Ach super, es war nur ein Traum. Eine Nacht drüber schlafen, naja, das war jetzt nicht so... Mann! Du schreist wie ein Mädchen. Was ist denn los? Schlecht geschlafen? Ja, ich hab von dir geträumt. Das ist schlecht geschlafen halt. Ich wollte jetzt eigentlich aufbrechen. Shinji ist schon bereit. Wir warten also auf dich. Meinst du echt, das ist eine gute Idee? Natürlich ist sie das. Aber sag bitte keinem hier im Lager etwas davon. Ich glaube, die sehen das anders. Deine Ideen haben uns bisher immer ins Verderben gebracht, schon als du klein warst. Ach ja? Kommst du nun oder kommst du nicht? Im Notfall gehe ich auch ohne dich. Gut, okay. Ich komme mit. Fein. Dann verlassen wir das Dorf. Wo die Höhle ist, dürftest du ja mittlerweile wissen. Moment. Ja, da unten wahrscheinlich, ne? Wo wir noch nicht lang konnten. Aber ich trotzdem bin etwas unsicher. Ich glaube, das war eher Zufall. Wir gehen südlich aus der Stadt und halten uns im Weg so lang, bis wir an der Höhle angekommen sind. Der Weg ist nicht besonders weit. Hopp, hopp! Los jetzt! Okay. Das sollten wir doch hinbekommen. Zu dritt ist das doch alles garantiert schaffbar. Ich wüsste jetzt auch nicht, warum ich nochmal mit dem Alten oder sonst wie reden sollte. Ich würde vorschlagen, wir gehen sofort, wir brechen sofort auf. Ja, wir wollen verlassen.
So, und da unten sehen Sie auch schon. Jetzt ist es auch eingeblendet. Ich werde mal hier speichern, genau. Jetzt speichern wir hier. Und weiter geht der Spaß, wenn ich darf. Jawohl. Da es ein Dungeon ist, können wir das gleich als Gruppe machen. Verbotene Höhle. So. Der Björn hat mich auch schon aufgeklärt, dass wenn man jetzt in einem Dungeon alleine gehen würde, dann wäre die Gruppe trotzdem dabei, wenn ich es richtig verstanden habe. Also es macht keinen Unterschied. Das ist wirklich nur für die Städte von Interesse. So, und da hat er gar nicht mal so unrecht geträumt, denn das sind wirklich wilde Tiere. Allerdings nicht so viele wie in dem Traum. Das ist auch gut so. Zwei reichen erstmal für den Anfang. Mal gucken, was sie aushalten. Oh, schon einiges. Leben über eine Runde. Diese fetzige Musik. So, da geht der Bonus. Na ja, gut. Ach, ist doch egal, wie es mit dem Bonus aussieht. Einfach drauf hier. Kritischer Modus. Ach, herrje, ich muss mal... Ach, der hat sich irgendwie selbst geheilt. Das finde ich super. Das kritische Modus. Ja, die können schon gut austeilen. Also es wird kein Zuckerschlecken hier. Ich merke das schon. Das ist auch gut so. Das ist sehr gut so. Jetzt hatte ich eben das... Sorry, ich glaube, ihr habt die Maus kurz gesehen, aber ist ja nicht so schlimm. Ich muss das heute ein bisschen anders aufnehmen, wie das letzte Mal. Aber im nächsten Part ist das schon wieder anders. Mist, ich habe diesen leichten Ball gar nicht verkauft. Hätte ich bestimmt verkaufen können. Was knurrt denn hier so böse? Egal, ich will die Kiste haben. Gegengift gefunden, jawohl. Da unten scheint es weiterzugehen. So, schön gespielt mit der Musik gerade. Hat man im Stereo-Modus gerade links, rechts gehört. Ja, auf so Kleinigkeiten achte ich gerne. Ich meine, wer macht sowas schon? Finde ich schön. So, dann auf zum nächsten Hund. Boah, da kommt er angerast. Aus der Ecke. Und eine Spinne. Okay. Ja, mal gucken, was wir da jetzt reißen können. Techniken haben wir ja immer noch. Blocken steigern, ja. Und Magie haben wir nicht. Hier ist auch nichts an Technik. Wird alles noch kommen. Abwehren, ja, alles klar. Nee, nee, greif mal an. Auch wenn es nicht viel ist. Ich muss mal eben einen Freund hier heilen, wenn ich darf. Schnell, schnell, schnell auf ihn. Mann, Mann, Mann. Die hauen ganz gut rein. Und der Spinne geht's noch gut. Ja, mal gucken. Vielleicht wird uns das Spiel auch zum Leveln zwingen. Das wird sich ja dann zeigen. Levelphasen würde ich aber nicht präsentieren. Aber ich würde euch natürlich es mitteilen, wenn ich sage, okay, ja, hier an der Stelle wird jetzt gelevelt. Damit ihr das indirekt mitbekommt. Euch vielleicht nicht über verbesserte Werte auf einmal wundert. Aber gut, das, ich erzähle euch ja nichts Neues. Ihr kriegt ja alles hier mit. Gut, nur noch ein Wolf. Yeah. Besiegt. Eindeutig besiegt. Leichter Ball. Level 4, Level 3, Level 2. Blocken steigern gelernt. Yay. Heilzauber wäre mir lieber. Gut, ob die sich mit Heilen auskennen, das ist ja die andere Frage. Also mit Zaubern allgemein, meine ich. So, ansonsten ist hier nichts. Dann können wir wohl weiter runter, ne? Okay. Tutorial, kritischer Modus, Kampf. Wenn ein Gruppenmitglied stark verwundet ist, wechselt es dieser in den kritischen Modus. Hierbei wird bei der Funktion Angriff ein charakterspezifischer Befehl ausgeführt. Während Thorn zum Beispiel wiederholt angreift, Dreier-Kombo, kann Shinji zum Beispiel eine Zweier-Kombo plus Heilung. Die Heilung erhöht sich bei jedem Einsatz um 1. Das Kämpfen in diesem Modus ist allerdings für den Helden sehr riskant. Ah ja, okay. Das ist natürlich auch... Ah, das ist halt so ein Zwischenspiel, ne? Worauf will man gehen? Will man diesen kritischen Modus ein bisschen ausnutzen? Oder guckt man wieder mehr auf seinen Bonus und versucht das alles schön hochzuhalten? Das ist, das sind schöne Spielereien, die einfach so dieses 0815 kämpfen, dann, ja, wieder wegmachen, finde ich. Weil man sich das dann so eine Taktik für sich selbst überlegen kann.
So, warum ist denn jetzt die Motivation so mies? Sie haben doch alle... Na gut, bei Town sieht es jetzt nicht so doll aus, aber... Ansonsten, na gut, egal. Ich werde die Würfe trotzdem fertig machen. Da war es nur noch einer. So, komm schon. Leg dich nieder, mein Freund, und schlafe für immer ein. Mach deinen Winterschlaf der Unendlichkeit. Oh, schöner Schaden. Unglaublich. Was das für ein Unterschied ist. 50 Gold und leichter Balk. Wunderbar. So, und weiter geht's. Dann läuft eine kleine Spinne umher. Die muss natürlich auch sterben. So, und aus der kleinen Spinne wird eine Riesenspinne mit zwei Wölfen als Anhang. Yay! Und Ruf, würde ich sagen. Und Ruf. Mensch, ich bin ja mal gespannt. Also, man kann sich ja noch gar nicht wirklich vorstellen, wie groß das Spiel wird. Aber man hört es ja immer wieder raus. Verschiedene Planeten und so. Das... verschiedene Zivilisationen, die man kennenlernen kann. Man könnte... Also, wenn der erste Teil von Eternal Legends gewisse Final Fantasy-Anleihen hatte, dann spürt man hier so ein bisschen Star Ocean heraus, würde ich behaupten. Und das ist natürlich auch eine gute Sache. So, der ist im kritischen Modus. Ich will das aber nicht, dass da jemand im kritischen Modus ist. Das werden wir... wieder wegmachen. So, auch wenn es natürlich interessant ist, aber ist mir zu riskant. Wiederbelebung Items habe ich noch nicht so sehr. Ich habe es aber langsam auch nicht mehr mit Trank-Items. Ich hätte eigentlich nochmal einkaufen gehen sollen. Aber hey, haben wir halt ein bisschen Risiko. Ich bin guter Dinge, dass wir das trotzdem meistern. Bams. So. Kampf vorbei und gewonnen. Spinnenzahn bekommen. Okay. So, kann man hier runter? Ja, theoretisch schon, aber wir haben hier auch eine kleine Höhle oder so. Und da geht's auch runter. Und eine Tür dahinter. Uiuiui, jetzt haben wir aber viel vor uns. Ja, wo wir letztendlich weitergehen werden, Freunde, das sehen wir das nächste Mal. Wenn es wieder heißt, Let's Play Eternal Legends Teil 2.